Es ist das Werkzeug aller Werkzeuge. Ein Alleskönner und gerade aus unseren Küchen kaum wegzudenken. Doch Messer ist nicht gleich Messer. Es gibt gewaltige Unterschiede in Können, Sicherheit und Preisklasse. Das 1910 gegründete Familienunternehmen Güde gehört mit seinen Qualitätsmessern zu den besten der Welt. Die Messer, die Sie bei uns erwerben, können Sie noch an Ihre Enkel vererben. Von der Klinge bis zur Spitze. Handarbeit wird großgeschrieben. Das Traditionshaus ist berühmt für eine weltweit kopierte Erfindung, ohne die es bestimmte Messer gar nicht gäbe. Einzelfertigung oder Massenware? Wir zeigen Ihnen, worauf Sie beim Messerkauf achten sollten, wie Sie es lange scharf halten und welche Gefahren bei der falschen Wahl lauern. Solingen steht weltweit für das traditionelle Handwerk der Schmiede und Schleiferei. Seit vielen hundert Jahren produziert man hier Messer und Scheren. Die Bäche und deren Mühlen sind die Grundlage der Erfolgsgeschichte der Klingenstadt. Denn die Wasserkraft lieferte viel Energie. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es rund 9000 selbstständige Solinger Klingenhersteller. Mittlerweile sind es weniger als 100. Die Firma Güde ist immer noch eine davon. Sie verdankt ihr Bestehen einer bahnbrechenden Erfindung von Franz Güde, Sohn des Firmengründers. Sein Enkel Karl Peter Born profitiert noch in vierter Generation davon. Mein Großvater hat in den 30er Jahren den Wellenschliff mit den spitzen Zähnen erfunden, der heute üblicherweise bei Brotmessern verwendet wird. Und vermutlich hatte er damals das Problem, ein Messer mit einer glatten Schneide hat er gehabt und hat versucht, damit ein Brot zu schneiden. Das geht zwar auch, aber es ist natürlich etwas schwierig. Der Wellenschliff der Klinge sorgt dafür, dass der Schnitt durchs Brot einfach, sauber und gleichmäßig geht. Doch neben dem Wellenschliff stellt Güde hunderte weiterer Solinger Messer her. Der Grundstock der Klinge wird schon beim Rohprodukt gelegt, dem Stahl. 8 Meter lang, 12 Millimeter dick. Aus Stücken dieses rohen Stahls entstehen edle Küchenwerkzeuge. Das Geheimnis steckt in der Zusammensetzung des Edelstahls. Chrom sorgt dafür, dass er rostbeständig ist. Molybdän und Vanadium sorgen für einen guten Schnitt. Das macht die Messer robust und extra scharf. Entscheidend für die Qualität guter Messer. Auf den Rohling warten nun hammerharte Schläge. Werden die Rohlinge mit Urgewalten in Form gebracht. Die Rohlinge haben eine Temperatur von 1050 Grad. Das Gewicht des Bären, also des Fallhammers, beträgt 2,5 Tonnen. Also es sind wirklich Urgewalten am Werk hier. Die Hitze und die Schläge machen die Struktur des Stahls gleichmäßig. Je nachdem, welches Messer gerade produziert wird, werden entsprechende Gesenke eingesetzt. Das hier ist das Schmiedegesenk. Es besteht aus zwei Teilen, einem Oberteil und einem Unterteil. Und es ist im Grunde wie Backe-Backe-Kuchen. Und diese Vertiefungen ergeben hinterher die Verdickungen an der Messerklinge. Also diese beiden Teile fallen beim Schmieden dann eben aufeinander. Für Kenner wichtig, bei der Herstellung eines Qualitätsmessers wird das Messer von der Spitze bis zum Knauf aus einem Stück Edelstahl gefertigt. So wird es stabil, bleibt aber elastisch. Und weiter geht die Hitzetortur. Die Rohlinge kommen bei 800 Grad in den Glühofen. Danach endlich 45 Stunden lang Ruhe und langsames Abkühlen. Dadurch wird die Struktur des Stahls etwas weicher. So kann er im nächsten Schritt gestanzt werden. Dabei wird das überflüssige Material an den Außenkanten abgeschnitten. Zum ersten Mal ist nun die Form des jeweiligen Messers deutlich zu erkennen. Kaum gestanzt, folgt der nächste Hitzeangriff. Hier erfolgt der entscheidende Härtevorgang. Die Messer werden in einem Ofen auf 1050 Grad erhitzt und anschließend in einem Ölbad schnell, aber trotzdem gleichmäßig abgekühlt. So wird die Rostbeständigkeit, Schnittfähigkeit und Schnitthaltigkeit erhöht. Das heißt, die Messer bleiben länger scharf und man muss sie seltener schleifen. Nach dem Ölbad werden die Messer gründlich gereinigt. Das dient auch der Abkühlung.
Denn kurz darauf müssen sie in den Eisschrank bei minus 80 Grad Celsius, um anschließend wieder erhitzt zu werden. Das ständige Wechselbad aus Kälte und Hitze zeichnet die deutsche Schmiedekunst aus. Nach dem Härten werden die Messer angelassen. Das heißt, sie werden auf 250 Grad erhitzt und für 3 Stunden bei dieser Temperatur gehalten. Dadurch werden die Messer flexibler und sie werden bruchsicher, ohne allerdings an Härte zu verlieren. Der geschulte Blick des Messerschmieds ist der Garant für hohe Qualität. Jedes einzelne Messer geht durch seine Hände. Doch der Rohling wartet noch auf seine Vollendung. Erst der richtige Schliff macht aus ihm ein Solinger Messer. Hier werden die Messer mit einem groben Schleifstein auf Maß geschliffen. Sie haben noch eine raue Oberfläche. Um diese zu glätten und dadurch die Rostbeständigkeit zu erzielen, müssen die Messer gepliestet werden. Dabei wird die Oberfläche mit einem feineren Schleifband glatt poliert und erhält jetzt erst ihren Glanz. Als nächstes werden das Griffstück und der ausgeprägte Doppelkropf geschliffen. Ein besonderes Qualitätsmerkmal. So liegt das Messer optimal in der Hand und ist perfekt ausbalanciert. Wird zum Beispiel ein Messer mit Zacken hergestellt, erfolgt jetzt der Wellenschliff mit den spitzen Zähnen, der das Solinger Traditionsunternehmen so berühmt machte. Hier ist viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefragt. Nach der Vorbereitung und Montage der Griffe werden sie nach und nach geglättet. Die laufende Kontrolle der Mitarbeiter sichert die hohe Qualität. Vom einfachen Stück Stahl zum edlen Messer fehlt nur noch eines. Hier sind wir bei einem der wichtigsten Arbeitsgänge der Messerproduktion. Hier wird die Schneide geschärft. Dies geschieht bei uns von Hand. Die Messer werden 2-3 Mal von jeder Seite abgezogen. Und auf den Winkel kommt es dabei an. Er entscheidet später über die Schnittfähigkeit und Schnitthaltigkeit der Messer. Der optimale Winkel liegt bei ca. 35 Grad. Und je schärfer, desto besser. Denn kaum zu glauben, mit einer gut geschliffenen Klinge senkt sich auch die Verletzungsgefahr. Denn man braucht beim Schneiden weniger Kraft. Nach mindestens 40 Arbeitsschritten wird jetzt das Messer ein letztes Mal in die Hand genommen und wartet darauf, in alle Welt verschickt zu werden. Doch lohnt sich ein solcher Aufwand? Wir testen Billigware und teure Handarbeit. Schon beim Biegen sieht man erste Unterschiede. Die günstige Variante ist krumm. Das handgeschmiedete Qualitätsmesser hingegen hält der Belastung stand. Billigmesser brechen schnell, weil sie meist aus mehreren Einzelteilen zusammengesetzt sind und kein hochwertiges, sondern instabiles, schnell rostendes Metall verwendet wird. Verletzungen sind vorprogrammiert. Die billige Klinge wird schnell stumpf. Die Folge: Lebensmittel werden gequetscht, wertvolle Vitamine und Geschmack gehen verloren. Haarscharfe, handgeschmiedete Messer gehen wie von selbst durch Obst und Gemüse. In der Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoffe e.V. in Remscheid werden Tests dieser Art auch in großem Stil durchgeführt. Hier bei der Versuchs- und Prüfanstalt haben wir auch die Möglichkeit, zum Beispiel Kochmesser zu prüfen. Das geschieht aber nicht willkürlich, sondern es gibt sehr festgelegte Normen und Regelwerke. Das ist für das Kochmesser zum Beispiel die DIN 8442, nach der hier die Messer geprüft werden. Dazu zählt der maschinelle Schneidetest. Er zeigt, wie scharf bzw. tief das Messer in die Papierlagen schneidet und wie schnell es abstumpft. Der Computer wertet die Daten genauestens aus. Auch unter dem Mikroskop sieht man schon nach 40 Schnitten, dass hochwertiger Klingenstahl länger scharf bleibt als billiges Metall. Ein weiterer Härtetest: Waschen im Geschirrspüler. Bei der Korrosionsprüfung mit Wasserdampf oder dem Wechseltauchversuch in Kochsalzlösung wird ermittelt, wie schnell das Messer anfängt zu rosten. 6 Stunden in dieser Waschanlage entsprechen 100 Spülmaschinengängen. Das Ergebnis hier: Beide Messer haben offensichtlich keine hochwertigen Klingen. Korrosion, also Rost, macht sich breit. Erst wenn 8 Tests bestanden sind, erhält ein Messer das Prüf- und Gütesiegel.
trotz Siegel. Auch ein Qualitätsmesser braucht Pflege, damit es lange hält. Die Reinigung. Raue Spülschwämme oder Aluwolle sind tabu. Sonst entstehen kleinste Kratzer und die Klinge stumpft ab. Handwäsche statt Spülmaschine, da aggressive Spülmittel die Oberfläche der Klinge angreifen. Ein feuchtes Tuch reicht aus. Qualitätsmesser mit hochwertigem, fein geschliffenen Stahl wirken antibakteriell, da sich Keime schlecht festsetzen können. Die Aufbewahrung. Schmeißen Sie Ihre Messer nicht einfach in eine Schublade. So reiben die Klingen aneinander und verlieren an Schärfe. Idealer Aufbewahrungsort? Ein magnetischer Messerhalter. Das Schärfen. Vorsicht vor billigen Messerschleifern. Bereits beim Durchziehen der Messer hört man das Geräusch und erahnt das Ergebnis. Statt einer geschärften Klinge sieht man abgewetzten Stahl. Investieren Sie besser in einen Wetzstab aus Metall, an dem die Klinge entlang gezogen wird. Ich zeige es mal an diesem Messer, warum der Wetzstahl so lang sein muss. Wenn man es eben halt mit so abzieht und einen kürzeren Wetzstahl hat, trifft man das vordere Teil der Klinge nicht mehr. Ganz entscheidend beim Wetzen ist der richtige Winkel zwischen Wetzstahl und Klinge. Der optimale Schleifwinkel liegt bei etwa 15 Grad. Unser Fazit? Ein teures Messer lohnt sich. Es sollte aus hochwertigem Klingenstahl gefertigt sein und von der Spitze bis zum Griffende aus einem Stück von Hand geschmiedet und geschliffen. Nur so ist ein Messer dauerhaft stabil, scharf und elastisch und kann es, wie die Solinger Klinge, sogar zur Welt rumbringen.